Rund 1,5 Millionen Frauen lassen sich jährlich ihre Brüste operieren. So eine Statistik. Doch warum ist das eigentlich so? Und warum nimmt dieser Trend auch immer mehr in Deutschland zu? Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit Dr. Jens Altmann. Er ist von der Bodenseeklinik. Und das Spannende ist, Sie sind schon seit 2010 da und sind auch noch spezialisiert auf dieses Gebiet. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Sehr gerne. Ja. Wie ist das denn genau? Wie kommen die Frauen zu Ihnen, beziehungsweise wie häufig vor allen Dingen? Weil 1,5 Millionen weltweit ist ja schon eine Schlagzahl. Das ist eine ganz große Zahl und sie nimmt weiter zu. Es ist der Top-Eingriff weltweit mittlerweile, auch in Deutschland nimmt er zu. Und es ist ein ganz klassisches Thema. Also die junge Frau ab 18 Jahren mit einem typischen männlichen Brustkorb, die sagt, ich möchte einfach weiblicher sein, femininer. Das sind so die zwei Schlagworte, die wir realisieren. Die kommt. Im Verlauf ist es dann einfach auch die Frau, die 1, 2, 3 Kinder geboren hat, gestillt hat, Familie kam, das war wichtig, und dann kommt sie und sagt so, jetzt bin ich mal wichtig. Ich hätte gerne meine Weiblichkeit zurück, meine Brust, wie sie damals war. Ich habe kein Volumen mehr und sie hängt auch noch. Und dann ist es der Punkt zu sagen, ich lasse mich beraten. Das ist so die Timeline, die wir wahrnehmen in der Bodenseeklinik. Da haben Sie es ja gerade schon gesagt, wer so die typischen Frauen sind. Aber es gibt wahrscheinlich ja auch komplett das Kontrastprogramm im Endeffekt, dass man halt dann sagt, ich möchte es gerne größer haben, möchte noch weiblicher aussehen oder ich habe da was gesehen, das hätte ich auch gerne so. Wie läuft das denn dann in der Beratung normalerweise ab? Versuchen Sie dann auch schon mal so abzuwägen und zu sagen, stopp, wir müssen jetzt erstmal darüber reden? Ja, also uns ist ganz wichtig in der Bodenseeklinik eine ganz objektive Beratung stattfinden zu lassen. Denn natürlich habe ich viele Eindrücke, die Frauen haben viele Eindrücke durch das Internet, die Medien, die Zeitungen, die Klatschblätter. Und dann ist einfach das Bild da, die Brust hätte ich gerne. Und wir rudern etwas zurück und sagen, was ist möglich? Wir untersuchen, wir beraten, wir analysieren, wir klären über Risiken auf, bereits in der Beratung. Und das ist ganz wichtig. Wir bilden uns fort, wir sind am Trend der Zeit, wir wissen, was ist aktuell, was ist gut für Implantate, was ist schlecht, was sollte man nicht tun, um einfach den Frauen eine ordentliche Beratung geben zu können und sie an der Hand zu geleiten bei ihrer Entscheidungsfindung. Sie sagen ja gerade schon, Beratung ist das A und O auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn jemand mit einem etwas ja sehr speziellen Wunsch kommt, ist eine ganz zierliche Person, sagten Sie auch, und möchte dann auf einmal 2 Körbchengrößen mehr haben? Weil tatsächlich habe ich im Internet gelesen, normalerweise müsste es dann so sein, 2 Körbchengrößen größer, das ist so der Trend. Sehen Sie das auch so oder geht dieser Trend wieder zurück und eher Richtung Natürlichkeit? Also was wir an der Bodenseeklinik realisieren ist, dass der Trend von diesen großen Brüsten deutlich zurückgeht. Mhm. Die Frau, die heute zu uns kommt in die Sprechstunde, formuliert ganz klar den Wunsch, ich hätte die Brust gerne weiblicher, natürlich. Ich möchte nicht, dass jemand realisiert, dass ich operiert worden bin. Natürlich hätte ich es gerne größer und das soll sich auch im BH, im Cup manifestieren, aber ich möchte es nicht aufgesetzt haben. Große Brüste, wie es vielleicht mal früher war, da gehen wir ganz klar zurück. Und das realisieren wir und das ist auch sicher sinnvoll, denn große Brüste sind kein Schönheitsideal mehr und letztendlich führt es auch immer später zu Komplikationen, Rückenschmerzen, Schnürfurchen an den Schultern, Probleme im Haltungsapparat, wo wir dann auch Patienten sehen, von 10 Jahren vorher operiert, wo wir einfach Brüste verkleinern, das Implantat verkleinern. Also groß ist nicht schön. Mhm. Und wie ist das dann im Umkehrschluss, wenn man halt eigentlich einen großen Busen hat und möchte das Ganze verkleinern? Wie läuft das denn normalerweise ab? Und greift dann da vielleicht auch die Krankenkasse ein und sagt, da helfen wir auch finanziell? Ja. Also es ist ein häufiger Eingriff. In der Regel ist es auch speziell auf die Zeitlinie auch gebracht. Also viele junge Damen sehen wir, junge Mädels schon ab 18, 17 Jahren alt, die einfach Probleme im Sport haben, in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, wo auch gehänselt wird. Und wenn man da eine große Brust standardisiert verkleinern kann und ein schönes Ergebnis realisieren kann, diese Patientinnen sind alle happy. Das mit der Übernahme der Kosten ist immer sehr kritisch, weil die Frage natürlich sich für die Krankenkasse stellt, ist es wirklich medizinisch oder ist es ästhetisch? Aber wenn wir eine Patientin sehen, die kommt, die eine extrem große Brust hat, Schnürfurchen an der Schulter, die in der Unterbrustfalte schwitzt, Ekzeme bildet, gerade in so einem heißen Sommer, wie wir es jetzt haben, es nässt, es geht auf, die Haut geht auf, das ist eine ganz klare medizinische Indikation. Und davon haben wir sehr viele. Also viele Patienten mit medizinischen Indikationen kommen zu uns. Wollen Sie vielleicht noch mal beschreiben, wie das genau abläuft? Wenn man sich jetzt entscheidet, okay, ich möchte zur Beratung kommen, von der Beratung bis zur Operation, bis zur Nachbehandlung, wie läuft das denn normalerweise bei Ihnen ab?
Ein ganz klassisches Verfahren. Ich interessiere mich, ich erkundige mich, die Damen rufen an, kriegen einen Termin in unserer Sprechstunde, stellen sich vor und dann schauen wir die Patienten in der Bodenseeklinik zusammen an, Professor Mang und sein Team, wir, ich, besprechen mit der Frau, was ist der Wunsch. Erstmal, das ist ganz wichtig, die Patientin muss im Boot sein, sie muss ihre Wünsche formulieren können. Es ist nicht das Ziel, dass der Chirurg sich verwirklicht, sondern die Frau muss sagen, das ist mein Wunsch. Dann hat sie reiflich Bedenkzeit nach unserer, wie ich schon sagte, ausführlichen Beratung, darf sich das überlegen, ruft an und sagt, okay, ich komme. Dann hat sie einen Termin an der Hand, kommt zum Aufnahmegespräch, üblicherweise einen Tag vorher, damit man nochmal alles besprechen kann. Also theoretisch wäre dieser Notstopp immer möglich, zu sagen, das ist mir doch zu viel. Also eine ausführliche Beratung, 24 Stunden vor dem Eingriff. Die Absprungrate geht gegen null. Okay. Also keiner verlässt uns. Und wenn doch jemand sehr nervös ist, in der Regel kommt der Anruf, das ist einmal in 3 Jahren, und dann kommen die Damen doch. Mhm. Dann wird am nächsten Tag die Operation durchgeführt, das ist ein stationärer Aufenthalt. Wir führen diese Operation gerade auch an der Brust nicht ambulant durch. Denn es ist immer wieder auch der Punkt, Sicherheit, Gesundheit geht immer vor. Und das typische Beispiel ist, man ist frisch operiert, würde entlassen werden, nachts schmerzt, zwickt es, wen rufe ich an? Der Ehemann ist übernervös im Bett nebenan. Also die Damen sind stationär bei uns, sie klingeln, wir kommen und es ist alles gut. Und dann geht es nach einer gewissen Phase, auch wo wir sehen, dass die Heilung gut stattfindet, die Heilung gut vorangeht, mit optimalem Mieder, Post-BH nach Hause. Typischerweise sehen wir die Damen zum Fadenzug wieder, 14 Tage, 3 Wochen und dann in regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nach 6, 12 Monaten. Und wenn es nicht typischerweise verläuft, wenn es dann doch Komplikationen gibt, was sind so typische Komplikationen vielleicht? Also eine typische Komplikation, das muss man immer erwähnen, ist auch einfach, wenn man zu früh zu aktiv ist, zum Beispiel, und es am ersten, zweiten, dritten Tag auch nochmal zu einer Blutung kommen kann. Wo ein Bluterguss im Wundbett entsteht, dann muss man abwägen, ist er klein, kann der Körper ihn abbauen oder muss man vielleicht doch noch revidieren. Das sind Zeitpunkte, wo wir aber die Patienten noch bei uns haben und erkennen können, das ist machbar oder der Körper macht es alleine. Ist es denn auch häufig so, dass es vielleicht ein Problem ist, was man mit einer OP nicht hätte lösen können oder nicht lösen kann? Greifen Sie dann da auch schon direkt ein und sagen, stopp, hier operieren wir gar nicht? Also natürlich haben wir auch diese Patienten, wir lehnen Patienten ab, ganz klar, wo wir erkennen, dass der Wunsch nicht realisierbar ist. Also wir sehen klassischerweise in der Sprechstunde junge Damen, wo man sagt, toller Busen, schöner Busen, wirklich, sie müssen nicht operiert werden, das sagen wir auch so. Und trotzdem steht der Wunsch dahinter und dann hören wir oft, dass das Licht nicht adäquat ist oder der Spiegel zu Hause bildet mich ganz anders ab als der bei Ihnen. Und das ist ein Alarmsignal, diese Patientin, die operieren wir nicht. Und denn die Probleme, die sich dahinter verstecken, die kann auch die Operation nicht lösen. Da können wir nicht helfen. Wie ist das denn jetzt, wenn man nochmal schwanger wird, nachdem man die Brust hat, vergrößern oder sogar auch verkleinern lassen? Kann man denn dann noch stillen mit der Brust? Ja, Frage wird täglich gestellt. Eine Brustvergrößerungsoperation interagiert bei uns mit den Techniken, die wir an der Bodenseeklinik stattfinden lassen und täglich operieren, nicht mit der Stillfunktion. Die Damen können allen stillen. Sei denn, es ist nicht angelegt, dass die Frau per se nicht stillen könnte. Aber die Operation interagiert mit dem Stillen nicht. Andersherum ist es, wenn man eine Brust verkleinert. Also wenn man eine Brust stark verkleinern muss, dann kann es durchaus in Abhängigkeit von der Größe der Brust, wenn es eine sehr große Brust ist, wo man die Brustwarze versetzen muss, in einem Bereich, wo man sehr stark versetzt, dass man die Drüsenkanäle kappen muss. Das muss man mit der Patientin vorab besprechen, dass sie dann nicht stillen kann. Für die Damen, die aber eine so große Brust haben, die profitieren, und das sagen sie ganz klar, von dieser Lösung, denen geht Brustreduktion vor Stillen, ganz klar. Aber wenn es in einem moderaten Straffungsbereich, Reduktionsbereich sich abspielt, da kann man operations- und stillschonend operieren, sodass diese Frauen noch stillen können. Vielen herzlichen Dank für den super tollen und intensiven Einblick in Ihre Arbeit und natürlich, wo man sich hinwenden kann und natürlich dann auch, wie das Ganze abläuft. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön.